Falls ihr wissen wollt, wie man aus solch einem Stück Osage Orange so einen Recurve-Bogen baut, dann seid ihr hier genau richtig. Im Videoverlauf werde ich auf die verschiedenen Schritte im Bogenbau eingehen, insbesondere das Holz in Richtung zu dämpfen, dann die Recurve-Enden zu dämpfen, dann die verschiedenen Feinheiten des Tillerns und weiteren Details so im Bogenbau. Ja, dann sehen wir uns später nochmal zum Outro wieder. Da werde ich dann einige Details noch zum Bogen erzählen. Thank you.
war jetzt auf 27 Zoll. Man hat gesehen, dass dieser Wurf an sich ein ganz kleines bisschen weniger biegt als dieser. Also nehmen wir jetzt hier über die gesamte Länge was weg. Berücksichtigen ist hier auf jeden Fall auch, dass dieser Wurfarm einen ganz kleinen natürlichen Deflex hat, eine Mitbiegung zur Sehne. Und dieser Wurfarm hat einen ganz kleinen natürlichen Reflex, also die Biegung entlang des Rückens. Also der Bogen biegt sich jetzt hier ein ganz, ganz kleines bisschen mehr als hier, dieser Wurfarm. Das ist auf den Tillern jetzt allerdings sehr schwer zu erkennen gewesen. Also wenn, dann ist es vielleicht minimal. Und da kann man den Bogen eben auch mal aufziehen und gucken, wie er sich anfühlt. Dann nochmal den Bogen drehen, weil der hat ja viele Charakterzüge hier. Schwenkungen und Wellen im Holz. Und da ist es ganz gut, den Bogen von beiden Seiten zu betrachten. Dieser Wurfarm hier ist der, der sich noch nicht genug mitgebogen hat, wo ich jetzt nochmal korrigiert habe. Und jetzt schauen wir uns mal die Biegung an, ob die über diese gesamte Bogenlänge auch gleich ist. Also jetzt ist es deutlich besser geworden. Und nachdem ich jetzt also beim Tillern auf diesem Tillerbrett nichts erkennen konnte, wo ich irgendwas noch wegnehmen könnte, den Bogen aber immer noch mal ziehen und fühlen, welcher vielleicht doch noch etwas früher nachgibt, das kann man manchmal ganz gut dann auch durch das Ziehen feststellen. Fühlt sich gut an. Dann ist der Bogen jetzt quasi so weit, dass ich ihn testschieße. Die Pfeile sind einigermaßen gut rausgegangen, aber so ein kleines bisschen geritten haben sie schon. Und deswegen habe ich jetzt nochmal, um das genauer zu prüfen, hier einen Nockpunkt gesetzt. Und die Mitte mir den Griffbereich etwas weiter runter gesetzt. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass ich den Bogen eigentlich hier bei diesen oberen Wurfarmen etwas schwächen müsste, dass der Pfeilflug etwas gerade wird, wenn ich ihn gerade nehmen würde, den Griff. Da ich aber den Griff immer etwas länger mache, mit 14 cm, habe ich also auch die Möglichkeit, mir meinen Abschusspunkt etwas tiefer zu setzen. Und da geht eben der Pfeil dann gerade raus. Das ist ein Vorteil aus meiner Sicht, dass ich die Wurfarme gleichmäßig getillert lassen kann und der Pfeilflug aber dennoch dann gut ist, wenn ich also die Mitte etwas weiter nach unten setze.
runter. Top. Körper. Ja, das war schon etwas ganz Besonderes, diesen Osage-Bogen hier zu bauen. Denn das war auch nicht so ganz einfach. Gerade eben auch mit solchen wellenförmigen, natürlich verwachsenen Hölzern. Hier, wie man sieht, eben diese wellenförmige, natürliche Verwachsung so des Osage-Holzes ist ja ganz üblich. Manchmal hat man dann auch sehr knotenreiches, also astreiches, wellenförmiges, verwachsenes Holz. Und da ist es nicht so ganz einfach, solche Bögen zu bauen, wobei es bei denen noch so ging. Besonderheiten sind hier auf jeden Fall die Fade-Outs, die so ein bisschen spitz zu laufen, und charakteristisch zu diesem Bogen dann auch diese Horn-Tipps, die auch so ein bisschen spitz zu laufend sind. Ansonsten ist über den Bogen soweit noch zu erzählen, dass die gedämpften Recurve-Enden sich mitbiegen. Also das ist ein arbeitender Recurve hier an der Stelle. Dann hat man es, glaube ich, auch im Video ganz gut gesehen. Der Bogen ist sehr flink, also schnell beschleunigt, also die Pfeile sehr schnell. Ist auch relativ leicht so in der Hand. Auch dünn, typisch für Osage-Bögen auf jeden Fall wieder. Und ja, ansonsten, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem neuen Projekt. Ich habe mir auch absichtlich so von dem Zuggewicht so ein bisschen weniger gehalten, mit genau etwas weniger als 50 Pfund, 49 oder 48 hat er jetzt mittlerweile. Und ja, also super Projekt. Hat sich auch mal wieder gezeigt, dass Osage eben wirklich eines der besten Hölzer ist. Viele halten es ja für das beste Holz. Das ist noch so für mich ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil Eibe auch ein sehr guter Kandidat dafür wäre. Auf jeden Fall sehr zuverlässig und sehr robust auf jeden Fall. Es bekommt auch nicht so viele Kratzer oder Scharen, einfach wenig Abnutzungsspuren. Ja, also ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem neuen Projekt hier. Von dem Bogen ist noch zu sagen, dass hier der eigentlich kein Set hat. Der hat sich so gar nicht mitgebogen. Die Schwierigkeit hier beim Bauen war auch ja so, dass der so diesen ganz kleinen, minimalen, natürlichen Reflex hat. Und hier hat er einen kleinen Deflex. Und das war beim Tillern übrigens auch nicht so einfach. Habe ich ja auch ab und an mal ein bisschen was zu eingeblendet. Das war auch so eine Besonderheit im Bau des Bogens. Die Standhöhe sieht auch so aus, als würde sich der hier leicht mehr mitbiegen. Das muss aber so sein, weil im vollen Auszug muss es immer passen. Nicht das äußere Erscheinungsbild der Standhöhe muss immer passen, zwingend. Also ich rede jetzt nur von diesem Beispiel des Reflex und Deflex der Wurfarme. Und man sieht es auch minimal. Es ist nur ganz wenig, aber es fällt ganz wenig auf. Aber der volle Auszug muss eben hier passen und der ist meiner Ansicht nach perfekt. Dann habe ich im Video auch noch mal ein bisschen was zum Einschießen des Bogens erzählt. Das habe ich ja bisher noch nie so wirklich gemacht. War auf jeden Fall auch wieder wie immer wichtig, den Bogen richtig, richtig gut zu tillern. Denn das sieht man dann auch am Pfeilflug. Hier ist er wieder sehr, sehr gut gerade rausgegangen und das ist für mich dann auch das Zeichen gewesen, dass ich dann nicht nacharbeiten muss. Und wenn der Pfeilflug schlecht ist, muss der Tiller verändert werden, zwingend. Und das ist auch manchmal so ein Gefühlsding. Habe ich in dem Video ja auch ein bisschen gezeigt. Versucht zu zeigen, so. Dass man den Bogen nämlich zieht und spürt, wie der Bogen ist. Ja, ansonsten habe ich in Zukunft auch noch einige neue Projekte so vor.
Da werdet ihr auf jeden Fall noch einige Videos sehen. Dann sehen wir uns dann.